Johann Karl Ludwig Gisela, 1831 bis 1854, Barfüßerstraße 2. Johann Karl Ludwig Gisela, geboren am 3. März 1793 in Petershagen, gestorben am 8. Juli 1854 in Göttingen, war ein deutscher lutherischer Theologe und Kirchenhistoriker. Leben und Wirken. Nach dem Besuch der Waisenhausschule und der Universität in Halle nahm er ab November 1813 an den Befreiungskriegen teil und wurde 1814 Lehrer in Halle. 1817 wurde er Konrektor am Gymnasium in Minden und 1818 Direktor in Kleve. Aufgrund einer Arbeit zur Überlieferung der Evangelien wurde Gisela 1819 als Professor der Theologie nach Bonn berufen. 1831 wechselte er an die Universität Göttingen und wurde dort 1837 auch zum Konsistorialrat ernannt. Gisela ist 1817 in die Freimaurerloge zu den Drei Degen in Halle aufgenommen worden und war ab 1822 Meister vom Stuhl der Loge Augusta zum Goldenen Zirkel in Göttingen. Werke. Giselas Hauptwerk ist das Lehrbuch der Kirchengeschichte in 5 Bänden. Die ersten 3 Bände gab er selbst heraus, Bonn 1824 bis 35. Ernst Rudolf Redepennig gab 1855 bis 57 die Bände 4 und 5 heraus und fügte den 6. Band Dogmengeschichte hinzu. Historisch-kritischer Versuch über die Entstehung und die frühesten Schicksale der schriftlichen Evangelien. Nazaräer und Ebioniten. Über den Reichstag zu Augsburg. Zeitschrift für gebildete Christen der evangelischen Kirche. Rückblick auf die theologischen Richtungen der letzten 50 Jahre.